Ja, Bossfight. Zeuge Bartin. Hey Freunde, es ist wieder Thermobot und herzlich willkommen zurück zu einer Folge von Cult of the Lamp. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge sind wir ins neue Gebiet gegangen, mussten Chica umbringen und James ist zurück. Ich habe es geschafft, dann für dich bringe das Gewünschte von meiner Mission mit. Ich habe auf meiner Mission Folgendes gefunden. 59 Knochen, ja moin. So, ich kann glaube ich, ja genau. Durch Anhänger vielleicht kann ich mir noch gerade eine goldene Nase verdienen. Kann irgendwie ein paar von diesen Pilzen verkaufen, weil die brauchen wir sowieso im Moment gerade gar nicht. So. Genau, der Ding ist schon wieder leer. Ein bisschen rote Beete anpflanzen, so, perfekt. Wir nehmen noch gerade den hier an. Was haben wir alles für Formen? Ah ja, wir haben das Axolotl bekommen, wir haben den Giraffe und einen Elefanten haben wir. Und eine Spinne. Spidey. Ja, wir nennen ihn Spidey. Was kriegt Spidey? Ja, das hier. Ist gar nicht, für was es gut ist. Wir machen ihn lila, oder? Ja, lila. Das ist nice. Nein, ich hab... Oh mein Gott, ich hab was ist denn zufällig geklickt. Hier, Spidey. Robin, ah, das ist immer noch gut. Farbe, die hier wollte ich. Und dann so. Genau. Bauen. Wir haben nochmal jemanden. Aha, ja. Band. Nee! Ich wollte ihn umbenennen. Fand. Ich nenne ihn einfach Fand. Warum auch immer, aber ich nenne ihn einfach Fand. Ne, die erste Variante ist gut. Perfekt. Fand. Musst du nur noch ein A hinten dran hängen, dann hast du Fanta. Oh, jemand hat gekotzt. Danke. So, wir wollten noch in der letzten Folge, wollte ich noch was bauen. Und zwar wollte ich... es fehlen immer noch Holzbretter. Ups. Ich brauche noch von diesen Holzbrettern hier. Ich brauche ja ein paar. Geben wir mal ein paar in Auftrag. Ich hätte gesagt, wir machen in den nächsten Folgen ein paar lange Runs. Weil wir sind jetzt eigentlich beim letzten Boss, also beim letzten Bischof so gesehen. Und ich möchte jetzt erstmal so ein bisschen alle Gebäude freischalten. Bevor wir zum letzten Boss gehen. Darum, ja. Machen wir jetzt ein bisschen längere Runs erstmal. Kurz schauen. Ne, spannendes haben wir nichts. Krone. Doktrin. Wir haben noch Doktrinen zu verkünden. Ein paar Stück. Wir gehen erstmal in Sünde. Die Sünde des Stolzes oder der Maßlosigkeit. Sünderstolz. Weil ein Anhänger aus, der die Sünde anderer auf sich nimmt, gewährt Sünde. Völlerei der Kannibalen. Anhänger verspeisen einen ausgewählten Anhänger. Erzeugt volle Sünde, aber 40 Glauben geht verloren. Bleibt von der Eigenschaft Kannibale unbeeinflusst. Nee. Kein Bock auf Kannibalismus. Kein Bock auf Kannibalismus. Können wir dann im Stream vielleicht machen, was wir dann sagen. So, Doktrin verkündet. Perfekt. Ein paar haben noch gerade ein Level gekriegt. Und es hat schon wieder für eine Doktrin gereicht. Ich habe schon wieder... Wie viele Doktrinen haben wir?
Wir haben zwei Stück insgesamt im Moment, aber wir sind zu Dings. Sünderstolz, wir testen das mal. Das klingt spannend. Können wir ein bisschen Sünde grinden? Komm. Der als erstes in unserem Kult war, darf jetzt mal. Darf als erstes Sünder Dingsbums werden. Jo, okay. Hat nicht sehr viel Sünde aufgebracht, aber ja. Hatten wir noch eine Doktrin. Oh, es reicht für ein Upgrade. Perfekt. Yes, es reicht für ein Level. Hier haben wir beides. Dann nächste Waffenstufe. Perfekt. Boah, es ist richtig viel frei. Müssen wir noch ein bisschen mehr Rituale durchführen, damit wir das machen können. Boah, es hat nochmal bis in die Hälfte gereicht, ja mein. Rituale. Können wir noch jemanden opfern? Nee, das geht jetzt ein bisschen noch. Gut, Tempel können wir upgraden. Ich warte mal damit noch. Vielleicht müssen wir demnächst irgendwas bauen oder so. Das andere? Aha, ja, ich kann sie auch noch dazu bringen, das Essen zu gehen. So, wie schick mal wieder jemanden los? Wen schicken wir los? Brandy. Brandy, geh mal Knochen holen. Dann schicken wir noch. Nee, eingesetzt ist ein gleichen Level. Wer hat mich bestohlen? Mr. Hippo, ey. Geh Knochen holen. Dafür musst du jetzt Knochen holen gehen. So, habe ich noch was zum Opfern? Nee, habe ich nicht. Ist die Toilette noch komplett voll? Ist sonst gerade... Ah, wir warten noch kurz, dann können wir noch gerade das Ding bauen. Höchstwahrscheinlich. Das, wie sag ich? Das, hab den Namen vergessen. Ich hab gerade wirklich den Namen vergessen. Ich hab gerade keine Ahnung mehr. Ding. Das Beichthäuschen. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Hier, Beichtstuhl. Den können wir eigentlich hier neben dran bauen, so gesehen. Oder hier, ja doch, hier neben dran. Das ist eigentlich gerade so. So, dann lassen wir die denn bauen. Dann hätte ich gesagt, müssen wir irgendwo Bestimmtes hin? Nee, wir haben keinen Auftrag. Dann hätte ich gesagt, wo gehen wir hin? Ah, Ankertin. Nee, wir müssen hier noch. Wir müssen hier noch den Zeugen eliminieren. Wir müssen hier noch Zeugen farmen für den Fischer, also für den Schmuggler. Ein weiterer Bischof wurde getötet. Hecate hat eine Äone lang geherrscht und niemand gefürchtet. Ihre Herrschaft war die des Hungers und jetzt haben ihre Befreiten Untergebenen einen gierigen Appetit. Sei auf der Hut, damit du nicht zum Gejagten wirst. Ah ja, die Gegner werden ja stärker. Wenn du den Bischof besiegst, das war ja auch... So, die Pilze muss ich hier mitnehmen, weil so vielleicht noch Pilze will. Habe ich so das Gefühl, dass der Typ sowieso noch Pilze will. Ich habe so das schwere Gefühl, dass der Typ noch Pilze will, darum nehme ich mal Knochen und Pilze mit. Oh, hier weiter. Oh mein Gott, wie viel hat er gerade ausgehalten?
Das war knapp. Perfekt. Hier oben lang. Oh Mist, ich bin mitten hineingelaufen, ich Idiot. Ach ja, genau, die Drecksfrösche. Ich hasse diese Viecher. Alle Zähne, lass den Sturm aus Blitzen auf die Ungläubigen niederregnen. Ist sicher zerbrechlich, oder? Ah, ne, doch nicht. Ist das der einzige hier? Ne, das ist ein Hinterhalt. Wow, oh Gott, das war knapp. So, weg mit denen. Eine Tarotkarte. Ich hätte vielleicht noch was zu essen kochen sollen, aber mal schauen, wie weit wir kommen. Eigentlich wollte ich so einen Long Run machen, so weit wie möglich, aber ich habe vergessen, ihnen etwas zu essen zu machen. Ah! Meine Güte, ich hasse die Frösche, weil die immer so undeutlich angreifen. Wenn ich den nicht getroffen habe. So, habe ich noch erwischt. Blaues Herz, das ist schon mal sehr gut. Hier sind noch Pilze und da drüben hatten wir noch einen anderen Weg. Geh ich mal hier lang. Oh, Karten. Noch ein Herz mehr, das ist doch nice. Ne, ich habe im Moment zu wenig Geld für Bonuskarten zu kaufen. So, dann hier weiter. Perfekt. Wo gehen wir lang? Wir gehen hier lang. Oh, guten Tag. Hallo, da Kreuzfahrer. Falls du die nächsten Kampfräume abschließt, ohne Flüche zu benutzen, mache ich dir ein wertvolles Geschenk. Aber wenn du versagst, nun, dann gibt es nichts für dich. Okay, wir dürfen also jetzt keine Flüche brauchen, die nächsten drei Räume. Okay. Das ist noch ein Shop. Ah, Relikt-Shop. Werde kleiner. Nein, danke, du Drecksack. Ich nehme lieber das Anhängerfleisch mit, das macht mich reich. Oh, da ist eine Karte. Der Sammler hat die Chance, das Relikt zu spawnen. 200. Holy. Das Ding kostet 200, die Karte. Ja, mein. Kann ich mir im Moment noch nicht leisten. Aber die sollte jetzt jedes Mal spawnen, wenn wir ihn treffen, also... Ja, dreh nicht durch, dass ich deinen Anhänger umbringe. So, lass mich in Ruhe. So. Herzen? Ah, Herzort. Ein Moment der Ruhe im Auge des Sturms. Das ist noch blaue Herzen? Ah ja, dazu sogar noch blaue Herzen. Erhalte zwei zusätzliche Herzen. Ich bin zu arm dafür im Moment. Ich brauche mehr Geld. Aber wir wissen auf jeden Fall, wo wir zwei weitere Karten kriegen. Ne, wir wollen nicht zu Hackett, ich wollte nur die MP. So, komm schon, perfekt. Eine Gift-Axt. Ist besser als das Schwert. Ich habe das Vampirschwert. Oh mein Gott, ich habe wieder... Warum sehen manchmal Hämmer so wie Äxte aus? Ach, Mist. Erhalte 5 Eifer. Mist, jetzt müssen wir mit Hammer fighten. Oh Gott, das kann ja schief gehen. Ich hasse diese Drecksfliegen, Mann. So. Weg mit dem Zeugs.
Oh mein Gott, ich hasse den Hammer. Ich hasse den Hammer wirklich. Die Hammer sind wirklich so für gar nichts zum Fighten. Die sind wirklich schlimm. Die machen zwar gut Damage und so, aber du bist so gottlos langsam. Geldner kann ich einfach so hitten. Das ist abnormal. Da ist schon der Bossraum. Oh, ich hätte keine Flüche nutzen sollen. Ah, schade. Was kriege ich, wenn ich den hacke? Keine Ahnung. Holz und ein totes Herz. Okay, komisch. Ich habe verkackt mit den Räumen. Ich habe das voll vergessen. Ich habe nicht mehr daran gedacht. Wah, 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 wah. So, Bossfight. Zeuge Batin. Oh mein Gott, ich mache ihm so viel Damage. Meine Güte, ich kann nichts gegen die Fledermäuse machen. Ich kassiere so schlimm wegen diesen Fledermäusen, Mann. Geh drauf! Yes! Oh mein Gott, ey. So, eingepackt. Okay, ich kämpfe nie wieder mit einem Hammer, ey, wirklich. Mit einem Hammer zu fighten ist wirklich schlimm. Nicht nur ein bisschen, sondern extremst. So, Kürbisse. So, und wir haben Auge. Perfekt. So. Wie geht's dem Kult vom Leben her? Ja gut, wir sind jetzt auch schon wieder bei 20 Minuten. Götter besiegt. Perfekt. Ich hätte sie vorher ernähren sollen, dann hätten wir den langen Run machen können, aber... Wir sind ja wirklich nur für den Zeugen gegangen, eigentlich. So, jetzt mal schauen. Sehr gut, wir haben da wieder... Reicht das? Das reicht natürlich ganz knapp nicht. Hatten wir noch eine kurze Predigt bevor. Ja, wir können wieder eine Doktrin ausrufen, endlich. Oh mein Gott, ey. Wieder Sünde, dann sind alle auf der dritten Stufe. Müssen wir auch der Sünde Einlass gewähren, um den Glauben in uns aufzunehmen? Doktrinärer Extremist. Wähle anstatt von Loyalität Sünde im Beichtstuhl zu erzeugen. Gewalttätiger Extremist. Chance der Sünde als Belohnung für Minibosse erscheint. Minibosse sind halt extrem selten und wir haben gerade einen Beichtstuhl geholt. Ich glaube, ich gehe mit dem Beichtstuhl. Perfekt. Gut, hat noch einen Level gekriegt. Sehr gut. Yes, es hat gereicht für ein Ding. Für eine göttliche Inspiration. Sehr, sehr, sehr gut. Haben wir noch gerade Rituale zum Opfern? Oh mein Gott, es fehlt so wenig. Ich halte mal eine Predigt, dann machen wir kurz was und schauen wir nochmals kurz. Nachher. Und hoffen, dass das Ritual, das Opferritual bereit ist. Yes, wir haben wieder ein Upgrade. Augen der verlorenen Relikte. Auf Kreuzzügen tauchen neue Relikte auf. Das klingt nice. Genau, uns das mal.
Auge des Eifers, umkreisendes Auge, das jeden gewirkten Fluch nachahmt. Jo, okay. Umkreist auch die Gegner bei Kontakt vergiften. Umkreisende Augen, die Gegner bei Kontakt einfrieren. Ja moin, die sind ja richtig krass, die Relikte. Das ist richtig nice. Sehr gut, da hat noch mal jemand ein Level. Und wir haben schon wieder eine Doktrin zusammen. Rituale. Ich wüsste gerne genau, wie lange das jetzt doch dauert. Wir geben allen noch kurz einen Segen, wenn sie rauskommen. So. Ich habe einen Großteil erwischt. Sehr gut. Was können wir uns holen? Düngersilo? Ja, komm, holen wir uns das Düngersilo. Perfekt. So, und jetzt wird doch auch noch gerade ein Beichtstuhl. Sünde hätte ich gesagt. James hat ja. Er hat gerade eine ganze Sünde produziert, ja mein. Nein! Oh mein Gott, so egal, es ist draufgegangen. Ja mein. Ich brauche jetzt zuerst mal die Sünde von ihm. Was? Anführer? Ich weiß nicht, was passiert ist. Da war eine Finsternis in mir. Ich habe mich so schrecklich gefühlt und auch schuldig, aber du hast mir Absolution erteilt. Vielen Dank. Oh mein Gott, alle kotzen alles voll. Oh, holy. Wir müssen Zeug Agares mal kurz verpacken. Denn der Arme geht jetzt. Der bekommt sein eigenes Grab. Die Zeugen werden dazu oberst vergraben. Hier, die Zeugen bekommen die oberste Reihe. Jemand ist krank geworden auch noch. Oh mein Gott, es wird alles voll gekotzt. Wo ist... Oh, Bonnie ist krank. Nee, Mann, Bonnie. Ah, gut, wir haben eine Heilstation, ich Idiot. Hier, Heilung. Magic. Magic. So, wir können hier noch Zeuge Batin mitnehmen. Robin, der bekommt einfach schneller Hingabe. Bekommt einfach schneller Hingabe. So, perfekt. So. Wird der fürs Hingabe produzieren zuständig sein? Billy? Hallo, Billy. Ah, ich habe keine Hingabeerzeugung. Sorry, Billy. Ich hatte gedacht, ich hätte noch eine Hingabeerzeugungskette, aber anscheinend nicht. Oh, Ding ist zurück. Randy, ich habe es geschafft, Anführer. Ich bringe das Gewünschte von meiner Mission mit. Ich habe auf einer Mission Folgendes gefunden. 64 Knochen. Ja, moin. Du kannst gerade pennen gehen. So, haben wir noch was zu tun? Ich gebe hier noch mal Holz in Auftrag. Und hier Geld. Noch Geld produzieren, sehr gut. Was wollte ich noch tun? Sollte ich ja mal kurz nachsehen wegen dem Ritual, ob wir das jetzt ausführen können. Yes, es geht. Perfekt. Und ich kann auch noch gerade jemanden zurückholen. Machen wir das jetzt auch gerade zum Schluss der Folge. Danny. Ja, Danny ist gerade der einzige Alte. Ja. Tschö, Danny. So, egal, das ist ja leider an Altersschwäche draufgegangen, bevor wir ihn opfern konnten, leider. Aber ja. So, dann reicht es, glaube ich, gerade nochmal für ein Level, ne? Ich gehe, glaube ich, jetzt erstmal auf die Relikte. Segenrelikte, Verdammnisrelikte. Schalte gesegnete Relikte frei. Einige Relikte erscheinen zufällig als gesegnete Versionen ihrer selbst. Haben sie sicher noch ein bisschen krasseren Effekt, glaube ich, ne? Wenn ein zufälliges gesegnetes Relikt, beschwöre zwei Dämonen, die dich im Kampf unterstützen. Ah, okay. Der beschwört zwei Dämonen. Lass einen Sturm aus Blitz niedrigen. Chance auf den Erhalt von blauen Herzen.
Okay, nice. Haben sicher ein paar Level gekriegt, oder? Das wäre sehr nice. Yes, da haben wir ein paar Level gekriegt. Ein, zwei. Jemand. Okay, schade. Können wir, glaube ich, noch jemanden... Rituale. Wir können noch jemanden zurückholen. Machen wir das noch gerade kurz. So, wer kommt heute noch wieder? Warum steht Chica hier? What the hell? Wer kommt zurück? Benji kommt zurück! Oh, es gibt zwei Arten von Elefanten. Gar nicht gewusst. So, perfekt. Dann wär's das gewesen. Haben wir noch Anhängerfleisch gekriegt? Dann opfer ich das doch kurz. So, dann hätte ich gesagt, machen wir in der nächsten Folge einen langen Run und holen uns so viel Material wie möglich. Kann ich noch gerade das Düngersilo kurz hinstellen? Geht das? Ich habe gerade genug Material. Stellen wir dann noch kurz das Düngersilo hin, so. Perfekt. Dann haben wir nicht genug Betten. Benji! Die pennen! Okay, keine Ahnung, warum ihr auf dem Boden pennt. Zuweisen, hier. Wo ist Benji? Benji. Zuweisen, unbewohnt. Wo ist der Zeuge? Hier. So. Gut. Hätte ich gesagt, machen wir das nächste Mal einen langen Run. Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich fürs Zusehen. Wir testen auch in der nächsten Folge das Propaganda-Rohr. Hätte ich gesagt, ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Call of the Lamb wieder. Schau gerne meinen anderen Projekten vorbei. Hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal.